Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Der 1. Oktober 2015 ist ein großartiger Tag für die SG Dynamo Dresden und Ralf Minge wird uns verraten, warum. Ja, wunderschönen guten Tag im sprichwörtlichen Sinn. Im Sport ist es ja eigentlich so, dass man keine Abkürzung nehmen sollte. Ich will das hier trotzdem mal tun, ein paar Fakten aneinanderreihen. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass wir sowohl mit dem Marvin als auch mit dessen Beratern seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, in intensiven Gesprächen sind. Dort ging es in allererster Linie natürlich um die sportliche Zielsetzung, sowohl vom Marvin als auch vom Verein. Und dort haben wir dann irgendwann festgestellt, dass wir nicht so sehr weit auseinander sind von dem, was wir in der nächsten Zukunft wollen. Und das hatte zur Konsequenz, dass wir heute Vormittag den Vertrag mit Marvin vorzeitig verlängert haben. Ich glaube, das eigentlich erübrigt sich fast, wenn man die Entwicklung von Marvin jetzt sieht, dass er eigentlich fast wie kein anderer für unseren Weg steht, dass wir total stolz sind, dass wir hier zusammengekommen sind mit einem U20-Nationalspieler, was ja für einen Drittligaverein auch nicht Normalität ist. Und insofern freuen wir uns, dass sich der Marvin zu 100% zu unserem Weg bekannt hat, dass wir den Vertrag verlängern konnten bis 2020. Jetzt ist natürlich, werden natürlich die Finger hochgehen und so, immer vorausgesetzt. Also wir wünschen uns natürlich, dass der Marvin auch diese kommenden 4 Jahre hier bei uns als Spieler aktiv ist. Und dass wir diese sportliche Entwicklung ganz einfach nehmen, die wir auch damit verknüpfen, sollte da irgendwann mal die Schere auseinandergehen, ist es natürlich auch legitim, dass man innerhalb dieser Vertragslaufzeit auch gewisse Szenarien abgebildet hat. Aber wie gesagt, im Moment sind wir alle stolz, wir freuen uns und ansonsten fällt mir es deutlich leichter, strukturierte Worte zu finden, weil mich das Thema jetzt auch gerade sehr emotional bewegt. Großer, auf eine gute Zukunft. Danke. Ralf, vielen Dank dir. Bevor Marvin was dazu sagen soll, Uwe, vielleicht aus deiner Sicht als Cheftrainer, was bedeutet die Vertragsverlängerung, die vorzeitige bis 2020 von Marvin für dich? Ja, erst einmal, weil wir letzte Woche so ein Beispiel hatten, Aya saß ja letzte Woche hier und der hat dann am Wochenende nicht gespielt, also ich glaube, das werde mir dann nicht erlauben. Also Einsatzgarantie schon da. Nein, ich finde, es ist ein überragendes Zeichen für den Verein, für die Mannschaft. Das ist ein Spieler, der sicherlich hochtalentiert ist, der bei anderen Vereinen ganz sicher auf den Wunschzetteln steht, sich zu diesem Verein bekennt, zu der Mannschaft bekennt und den Weg, den wir einschlagen wollen. Ich glaube auch, dass es nicht selbstverständlich ist. Auslaufende Verträge werden ja häufig dann auch genutzt, um dann wirklich alles auszuloten und dann hier und da die Fühler auszustrecken und irgendwann meistbietend dann auch zuzuschlagen. Deswegen nochmal von mir, ich freue mich, ich finde es für unseren Weg, für die erste Zeit, die wir zusammengearbeitet haben, ein absolutes Ausrufezeichen und ich bin froh, dass er es gemacht hat. Freue mich auch natürlich, wie lange weiß natürlich keiner, aber die nächste Zeit mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass er noch eine Menge Luft nach oben hat und er hat trotzdem schon in dieser Saison eine gewisse Konstanz gezeigt, die wir natürlich auch zu unserem Nutzen dann nochmal ein bisschen verbessern wollen. Uwe, vielen Dank. Ich denke, da spreche ich im Namen von vielen Mitarbeitern und auch Anhängern der SGD. Wir sind alle unheimlich stolz, dass du deinen Vertrag verlängert hast. Marvin, warum hast du dich denn dafür entschieden, den Vertrag bei Dynamo Dresden zu verlängern? Ja, also
Was soll ich dazu sagen? Ich freue mich erst, also ich bin genauso emotional, weil es ist ja nicht alle Tage, dass man so einen Vertrag unterschreibt, einen Vierjahresvertrag. Und ja, also das ist einfach, in den letzten 2 Jahren habe ich meine Entwicklung genommen, das hätte keiner gedacht, von meiner Familie und von meinem Berater, Herr Helmer auch, der hier drin sitzt. Und ich bin unfassbar glücklich darüber, dass sie meinen Weg dahinter mit immer gestanden haben und immer mir geholfen haben dabei. Und die Entwicklung hier bei Dynamo war bisher super und ich habe verlängert, weil warum soll die Entwicklung nicht weitergehen hier bei Dynamo? Wir wollen aufsteigen dieses Jahr und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr das schaffen. Und deswegen habe ich auch verlängert und dann kann man ja weiter schauen, was passiert. Ich hatte damals gesagt, erste Bundesliga ist mein Ziel. Und es kann auch mit Dynamo passieren, dass wir erste Bundesliga kommen. Kann alles passieren, aber wie gesagt, die Entwicklung, was hier passiert ist mit Dynamo Dresden, bin ich sehr stolz darüber und sehr froh darüber, dass Herr Menge mir sowas angeboten hat und dass er mich wie mein Sohn, wie sein eigener Sohn auch fast behandelt. Und ich bin ja einfach stolz darüber, dass ich hier bleiben darf und der Vertrag mir angeboten wurde. Nein, er gilt für die ersten 3 Ligen. Ist natürlich unser Wunsch, dass wir uns die 3. Liga ersparen nächstes Jahr. Und das ist ja auch unser aller Ziel. Ja, wenn es die 3. Liga ist, dann ist es die 3. Liga. Und wenn ich da spielen soll für Dynamo, dann ist es so. Aber wir wollen nicht über 3. Liga sprechen, wir wollen aufsteigen für nächstes Jahr 2. Liga. Nee, aber das sind doch vertragliche Inhalte und ich glaube, ich habe das in dem letzten Satz einigermaßen dargestellt, dass natürlich für den Fall, dass sich der Spieler oder der Verein sportlich irgendwo vom Anspruch auseinander entwickeln, dass man diese Szenarien ganz einfach mit berücksichtigen muss. Also wir brauchen uns ja auch nicht in die Tasche lügen, aber da werde keine Details dazu erfahren, das ist vollkommen klar. Naja, wir haben ja letztens auch schon zusammengesprochen. Im Moment ist er ein sehr, sehr guter Vorbereiter. Wenn er dann noch ein sehr guter Vollstrecker wird, ich glaube, dann steht ihm die nächste Stufe offen. Alle Fragen geklärt? Es scheint so zu sein. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auch für den Part 2. Wir sehen uns am Samstag in Rostock. Gute Anreise. Ciao.